Tina Herzog von dpa merkt. Flexibel handhaben, aber offenbar sagen dann. Also wenn Sie jetzt gerade eine Zweitimpfung hinter sich haben, dann können Sie jetzt nicht. An der Grenze von Belarus zu Polen besteht eine dramatische und aus humanitären Gesichtspunkten sehr besorgniserregende Lage. Eine Lage, in der Tausende von Menschen leiden. Wir wissen, dass das Regime in Belarus diese Lage herbeigeführt hat, dass es Verantwortung für sie trägt. Die Entscheidung des Arztes und es leichte Unschärfen geben, weil zweifelhaft hatten wir auch schon mal. Um diese besorgniserregende humanitäre Lage für Tausende von Menschen zu verbessern, hat es Sinn, auch mit denen zu sprechen, die in Minsk die Möglichkeiten haben, diese Situation zu verändern, auch wenn es um einen Machthaber geht, dessen Legitimität Deutschland wie alle anderen europäischen Mitgliedstaaten nicht anerkennt. Darum hat die Bundeskanzlerin mit Herrn Lukaschenko telefoniert, um humanitäre Auswege zu finden, um dem UNHCR beispielsweise Zugang zu verschaffen. In dieser MPK morgen dann auch vorbringen wird. Und sie hat dieses Telefonat eng abgestimmt mit der Europäischen Kommission geführt und nach vorheriger Information wichtiger Partner, gerade auch in der Region. Die gleichen Maßnahmen ergreifen. Ich denke, die aktuellen Entwicklungen, die wir dort sehen, zeigen noch einmal deutlich, der Weg nach Belarus ist für die meisten Menschen, die nach Deutschland wollen, eine Sackgasse. Und es gibt keine Planung, da Aufnahmen zu bewilligen. Aber dieser Brief, den Sie jetzt geschickt haben, ist keine Antwort. Von daher bleibt es bei den Regelungen und unseren Äußerungen.